Also grundsätzlich unterscheiden wir die echte Gynäkomastie, wenn man so will, und die Pseudo, also die falsche Gynäkomastie. Man muss da unterscheiden insofern, dass das eine im Alter oder auch als Neugeborenes oder in der Pubertät eine Veränderung der Brust durchaus physiologisch ist, das heißt natürlich ist und keiner Therapie bedarf. Im Gegensatz zu einer krankhaften Veränderung des Brustdrüsengewebes oder auch Fettgewebes in der Brust, was man therapieren könnte. Meistens handelt es sich bei der Gynäkomastie um eine Mischform. Das bedeutet, dass sowohl das Brustdrüsengewebe als auch das Fettgewebe in der Brust vermehrt auftritt und es dadurch eben zur Vergrößerung der männlichen Brust kommt, was bis hingehen kann zu einer fast schon weiblichen Brustgröße. Die Beschwerden einer Gynäkomastie sind sehr unterschiedlich. Oft sind es eigentlich mehr ästhetische Beschwerden als jetzt wirklich körperliche Beschwerden. Sprich, es kommt zu einer Veränderung im privaten Umfeld, es kommt zu einem erhöhten Schamgefühl, das sexuelle Leben ist eingeschränkt und es sinkt einfach die Lebensqualität. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass sich bei einer Gynäkomastie auch der männliche Brustkrebs verstecken könnte und deswegen eine Abklärung einer Gynäkomastie immer notwendig ist. Die Behandlung der Gynäkomastie ist unterschiedlich. Das beruht darauf, auch mal abzuklären vorab, was ist die Ursache. Ja, das können eben hormonelle Ursachen sein, die man auch mittels Hormontherapie behandeln könnte. Alternativ dazu gibt es die chirurgische Therapie, die allerdings erst zum Einsatz kommt nach einer vorherigen Abklärung der Brust. Chirurgisch gibt es unterschiedliche Zugänge. Das fängt an bei eher minimalinvasiven Behandlungen, wie zum Beispiel einer Fettwegspritze. Das kann dann in die nächstgrößere Kategorie fallen, dass man das versucht, mittels einer Liposuktion Fettabsaugung zu reduzieren, das Fettgewebe. Das kann bis hingehen zu einer operativen Sanierung der Brust. Das bedeutet, dass man eine subkutane Mastektomie durchführt. Das heißt auf Deutsch, dass man eine Brustdrüsenentfernung und Brustfettentfernung durchführt. Ob die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, hängt damit zusammen, ob es einen krankhaften Ursprung hat, das Ganze. Ja? Da gibt es eine Chance, dass es die Krankenkasse übernimmt. Wenn es sich jetzt allerdings um eine rein ästhetische Operation handelt oder ein rein ästhetisches Leiden handelt, was eigentlich sehr oft der Fall ist, muss man ehrlich sagen, wird es von der Krankenkasse nicht übernommen. Mittels Fettwegspritze kann man versuchen, das Fettgewebe in der Brustdrüse zu reduzieren. Das ist die minimalste Behandlungsform. Das Ganze läuft so ab, dass man das ambulant, also ohne Übernachtung, man kommt in die Praxis mittels einer Spritze, eine Substanz appliziert, die die Eigenschaft hat, Fettzellen zu lösen. Über einen längeren Zeitabstand baut der Körper dann die Fettzellen ab und es kommt zu einer Reduktion des Volumens in der Brust. Dieses Prozedere ist allerdings öfters zu wiederholen und es ist kein Soforteffekt zu sehen. Der nächst invasivere Schritt der Behandlung wäre, dass man das mittels einer Liposuktion das Fett im Brustdrüsengewebe reduziert. Sprich, das ist schon ein kleinerer Eingriff, sollte man in einem Dämmerschlaf oder Narkose durchführen lassen. Mittels ca. 1 cm große Schnitte wird mittels einer Kanüle, wie bei einer bekannten Fettabsaugung, das Brustfettgewebe reduziert. Man hat den Effekt relativ schnell, man hat allerdings einen ein bisschen längeren Zeitaufwand, bis es wirklich zum Endresultat kommt, weil das Ganze auch ein bisschen einen Heilungsprozess mit sich bringt. Wichtig ist nach so einer Operation eine Kompression und es sollte dann sehr zügig zu einer Verbesserung kommen. Die nächstgrößere Behandlung der Gynäkomastie wäre die operative Sanierung, sprich, dies ist schon eine Operation, die in der Klinik stattfindet mit einem stationären Aufenthalt, wo mittels Operation, sprich einem Schnitt in der Brustwarze, um die Brustwarze herum, wirklich das gesamte Fettgewebe und auch Drüsengewebe entfernt wird. Wichtig ist es immer danach, so eine Operation auch das Gewebe histologisch aufarbeiten zu lassen, um auch eine Abklärung hingegen einer pathologischen Veränderung ausschließen zu können. Nach so einer Operation sollte man, wie gesagt, eine Nacht in der Klinik bleiben, einfach zur Kontrolle,
Wichtig ist danach eine Nachsorge im Sinne von Kompression, einen Verband, einen Stützverband zu tragen, und im Laufe der Kontrollen sieht man dann, wie schnell der Heilungsverlauf ist.